Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute haben wir mal wieder ein Gameboy Spiel dran und zwar, ihr seht's, Fighting Simulator 2 in 1. Ja, das ist ja, beim letzten Mal in meine Sammlung geraten, bin ich drüber gestolpert, ich habe da jetzt nicht viel von gehalten, ich habe das Spiel noch nie gekannt, aber ich dachte mir schon, 2 in 1 Spiel, das geht ja meistens ziemlich schief. Also habe ich mir kopfmäßig gedacht, alles klar, das ist was für eine Retro-Panda quält sich Folge. Jetzt habe ich aber gerade mal GameFAQ gecheckt, wie die User-Bewertungen sind und die sind gar nicht so scheiße. Dabei habe ich, als ich das Pickup-Video gemacht habe, mal kurz reingespielt und das war überhaupt nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, jetzt machst du mal eine Retro-Panda-Quetzi-Folge, dann kannst du das Spiel in deiner Sammlung abhaken, mal einen etwas tieferen Eindruck. Und vielleicht liege ich ja falsch mit meiner Ersteinschätzung, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal. So, also wir haben Action, One-Player oder Two-Player. Ja, machen wir mal Action, würde ich sagen. Und zwar Standard und Level. Alles klar. Listen, Rick. The Evil Warrior Corp, the Dark Dragons, are on the way here. They are after the treasure. You must keep it. Okay. From them. Okay, alles klar. Also, die Bösen sind da und wir müssen den Schatz. Okay. Steuerung ist komisch. Also, ein Knopf ist hier normal treten. Dran ein Knopf ist springen. Wenn ich ihn nochmal drücke, dann schlage ich. Okay. Ja, also, das habe ich auch schon bei dem Anspielen bemerkt. Okay. Ah, und was Sinn macht, die Boxen, wo steht, wo das Faustsymbol drauf ist, das kann ich nur zerstören, wenn ich dagegen trete. Ne? Also, macht Sinn. Macht verdammt viel Sinn und wir sind hier oben. Und beim Anspielen ist mir schon dieses eher lieblose, nenne ich es mal, Leveldesign aufgefallen. Also klar, Beaten Up, da lauft ihr halt meistens von links nach rechts. Aber muss man wirklich hier diese Goodie-Dinger da so künstlich irgendwie nach oben packen, was eigentlich nur auffällt? Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so, okay, scheiße, wir haben jetzt hier Beat'em Up Stage. Wir müssen da jetzt mal ein Level gestalten. Ne? Es gibt hier wirklich von links nach rechts. Die Gegner, die sind jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Lassen sich halt relativ einfach umkloppen. Gut, sind relativ, ich sag mal, nett gestaltet. Ne? Also, ich kann zwar nicht immer genau erkennen, was es ist, aber es ist halt lieblos. Okay. Keine Ahnung, wie ich das erinnere. Okay, gut. Jetzt haben wir hier Kung Fu. Und jetzt ist es plötzlich hier ein normales Fighting-Game, wo die Steuerung aber irgendwie seltsam ist. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob es hört. Ich drücke. Die Steuerung ist plötzlich irgendwie ganz komisch. Hä? Okay. Also, das ist nämlich, wenn ich jetzt auf Treten drücke, dann tritt der nicht, sondern... Ich muss, glaube ich... Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist. Ich glaube, man muss dann auch die Richtung mit angeben. Ob man jetzt hochtritt oder nicht. Aber das Ganze fühlt sich so extrem sperrig irgendwie an. Ich weiß echt auch nicht. Read the Instruction Booklet. Okay, gut. Ja... Das ist, glaube ich, wirklich hier in diesem Spiel angesagt. Aber ich finde, es gibt da so einige Fighting-Games auf dem System, ne? Klar. Das System ist nicht dafür ausgelegt, das sage ich auch bei jeder Gelegenheit. Aber die Steuerung so seltsam zu machen... Okay, also, wenn ich da unten drücke... Also, ich drücke jetzt nach unten und treten. Dann macht er einen normalen Tritt. Also... Es ist nicht sehr intuitiv, sagen wir es mal so. Vielleicht, es mag gut sein, also zumindest ruckelt das jetzt nicht. Aber, okay, und es zeigt immer wieder an, wo er trifft.
Und der zweite Knopf, der ist halt hier wirklich nur springen. Und ich kapiere das nicht. Ich kapiere die Steuerung echt nicht. Klar, ich weiß, Instruction Booklet, aber ihr wisst, diese Serie hier, die reproduziert hier etwas so ein bisschen, ihr leiht euch ein Spiel damals von einem Kumpel aus, von dem ihr nichts wisst und ihr geht da jetzt komplett blind irgendwie rein. So. Und da habt ihr euch wahrscheinlich eher seltenst die Anleitung mit ausgeliehen. Und deswegen ist die Verwirrung komplett. Ich verstehe es halt nicht, warum denn in diesem Part plötzlich die Steuerung so komplett anders ist. Okay, der Sprungknopf ist immer auch der Sprungknopf, klar. Aber während das hier total anspruchslos ist, ist dieser Fighting-Game-Bereich, nenne ich es mal, einfach denn so seltsam irgendwie. Und ich verstehe das nicht. Klar, da wird man sich reinfuchsen können, ja. Es gibt andere Spiele, die katastrophaler sind. Das wird jetzt hier nur unter die Kategorie fallen, hey, es ist verwirrend. Weil Grafik geht in Ordnung, es ist 91 erschienen, das heißt relativ früh. Und dafür geht das hier in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also diese Beat'em-Up-Stage, wie gesagt, die ist halt sehr lieblos. Ich finde es halt seltsam. Also diese Punkte werden wahrscheinlich immer anzeigen, wo ich ihn gerade treffen kann, ne? Und wo er mich trifft. Müsste ich natürlich entsprechend immer blocken. Ist wahrscheinlich dann so eine Art... Ja, ich weiß. Ich weiß. Danke für den Tipp. Ja. War ich schon tot? Ich hatte doch noch relativ volle Lebensenergie, oder? Also... Ich versuche hier den Kampf noch zu machen. Also... Okay. Ach, ich glaube... Ich versuche mal... Ich glaube, das ist gar nicht so richtig mit Kämpfen. Ah! Ich glaube, man muss hier wirklich nur auf den Punkt achten. Und dahin tritt er denn auch, ne? Hier, zack. Ich gehe jetzt einfach nur in seine Nähe und drücke halt den Tränenknopf und er schlägt dann halt automatisch zum Beispiel auf die Füße. Das heißt, es ist so eher, ich würde gar nicht sagen, so ein Fighting-Game, sondern eher ein Reaktionsspiel. Weil ich muss gucken, okay, wann muss ich blocken? Ich muss denn nah genug an ihn dran sein. Und dann hier Schläge austauschen, okay. Aber es heißt schon Fighting Game. Warum ist es denn keins? Und wieso kann ich jetzt hier nicht frei kämpfen? Also, okay, das finde ich jetzt noch ein bisschen blöder. Weil irgendwie nimmt das total die Dynamik aus dem Kampf weg. Und ich bin jetzt angewiesen, welche Punkte wo erscheinen. Ich kapiere es nicht. Das soll Spaß machen? Also noch einmal versuche ich es jetzt nicht. Ich würde sagen, das belassen wir jetzt dabei. Aber ich finde es einfach nur mega seltsam, wie das designt ist. Also Beat'em'up. Okay, könnte okay sein, ist halt sehr lieblos gemacht, finde ich, und dieses Fighting-Genre-Bereich ist eher ein Reaktionsspielchen, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Also sehr seltsame Mischung, hätten sie sich vielleicht auf den Beat'em-Up-Teil irgendwie konzentriert und den schön gemacht, ne, mit dem richtigen Kampf und so weiter, dann wäre das Spiel definitiv besser gewesen, als da noch künstlich da noch was Zweites reinzumischen. Also ich weiß es nicht, wenn ihr euch reinfuchst und ihr Fans des Spiels seid, okay, aber für mich ist das echt nichts. Aber danke, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.